Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Tanao Live mit dem Big Manner. Au, ey. Tanoa! Scheiße! Mit dem Big Manner natürlich. Und dem Minro Viva. So, wir wollen jetzt erstmal 100.000 Euro von der Bank abheben. Ich guck mal ganz kurz in meinem finanziellen Dingsbumstatus. Ich habe 490.000. Ich hab 600 irgendwas. Kau ich mir so, dann werfen, dann gebe ich dir Geld, dann werfen wir zusammen für einen Heli, würde ich sagen. Ja. Müssen wir auch gucken, wie teuer der ist. Ich glaube, der war doch 300.000, kann das sein? Weiß ich jetzt nicht mehr so genau. So, mal gucken. Wo ist ein ATM? Da ist einer hier an der Seite. Wo? Da. Linke Seite. Ach, da. Bö, hier kann ich mal gucken, ne? Bö, hier ist ein bisschen verwirrt. Verwirrt ist der Bö. So. 100.000. Ne, ist 10.000. Noch eine Null. 100.000. So. Drive. Wendezug hat. Okay, du hast jetzt gerade die Stadt verschönert. Ja. Du bist so wie, wie heißt, das ist ja noch ein YouTuber, der macht ja keine Videos eigentlich, glaube ich, mehr. Ben Lexa kennst du doch, ne? Ja. Genau, der Verschönerungs, Weltverschönerungsexperte. Man kann die Welt so schön verschönern. Der hat zwar kranke Videos gemacht, aber es waren einfach Videos, mehr nicht. Es war halt wirklich YouTube-Style-mäßig. Es war nicht vermarktet, sondern es war einfach, ja, er war einfach 100 Videos gemacht, fertig aus. Aber gut, es stirbt halt aus. Stirbt alles aus. So, erstmal die Dingslizenz gekauft. Jetzt können wir. Aber jetzt kann ich wieder nicht auswählen, oder was? Das ist so krank, warum ich das nicht sofort machen kann hier. Hä? So, gibt's hier oben auch eine Heli-Garage? Da, warte. Da. Ah, sehr schön. Flugzeugshop, okay. Also ich hätte jetzt ausgewählt, wir würden ja nach unten, ne? Oder willst du nach oben fahren? Es gibt ja nur einen Helikoptershop. Ach so, der unten, ne? Ja. Flugzeugshop ist nochmal was anderes. Ach, gibt's richtig Flugzeuge auch? Ja. So Kampfjets, so. Das weiß ich nicht, aber es gibt Flugzeuge auf jeden Fall. Ach so. Was? Pictures, Image, Clans, ja, Emmy. Ja, einfach okay. Ich habe auf Close gedrückt. Ja, close. Das muss hier runterfahren, einfach geradeaus. So, dann. Ah. On the road again, würde ich sagen. Genau, on the road again. Fly over the mountain. Haben wir nachher vielleicht. Zum 80-60, okay. 80-60. Rübenzuckerfeld. Hallo. Wir ernten jetzt Rübenzucker. Dann verarbeiten wir das da. Ja, und kriegen wir 4.100 Euro. Scheiße. Also um sich lustig drüber zu machen, ist die Sprache, also der Dialekt zumindest, richtig ja, aber geil. Ey. Man kann sich über jeden Scheiß lustig machen. Ja, May! Bye. Aber das finde ich kacke irgendwie, das mag ich nicht, darüber zu reden. Also halt okay. Mich darüber lustig. Bayern ist irgendwie für mich kacke einfach. Also wie gesagt, die Leute, die da wohnen, die jetzt zugucken sollten, wie gesagt, ist nicht persönlich gemeint. Also es ist einfach nur so, der Dialekt finde ich so, weiß ich nicht, ey. Alter, der war gut, ey. Ja, der war so geil. Oh, Scheiße, ey. Alter. Du machst mich fertig, ey. Ah, geil. Cool, ey. So, mal gucken, wo müssen wir jetzt reinfahren? Gleich da hinten. Alter, wie du das gesagt hast, ey, das ist ja Hammer, ey. Boah, geil, ey. Oh, cool. So. Müssen wir geradeaus noch weiter, ne? Kann man hier durchfahren? Ja, kann man. Hier waren wir schon mal, hier, ne?
Ich weiß aber nicht, was du... Irgendwas mit Bier, ne? Oder Fussel oder irgendwie so, ne? Ich hab gesagt, hast du mal einen Fotzenhobel. Das hab ich nicht verstanden, ey. Okay. Get out. So, ich guck mal eben, wie viel der Helikopter kostet. Also ein Hummingbird würde 379.100 kosten. Walker können wir uns schon gar nicht leisten. Hummingbird... 1 Million noch was haben wir nicht. Also wir haben Geld nur für... den Hummingbird oder den... Wo ist denn mehr Platz drin? Warte mal, Kofferraum 250. Also der kleine 250. Und der Hummingbird sind gleich. Also da, ja, dann will ich glaub, Hummingbird, oder? Der M900 ist... Ja? Der Hummingbird hat wo man sich jetzt außen noch hinsetzen kann zum Schießen. Stimmt, ja, dann machen wir lieber einen Hummingbird. Kaufen Hummingbird, wir. Ne? Ja, dann gut, werfen wir Geld zusammen. Rechne mal aus, 379.500.000. Mach ich jetzt im Auto. Wo ist denn hier ein... Ach, ATM ist bestimmt... Ah, nein, hier, am Flugplatz auch. Ach, da hinten, ja. Lass mal kurz hinfahren. 300... Was sagst du, 79, ne? 79.500.000. Warte. Ohne Taschenrechner bitte, ne? Ja, ja, warte. Wo ist denn jetzt meine Markierung? Da. Lass mal hinfahren. Ja, wir haben's. Alter, wie viel müssen wir bezahlen? 300 noch? Was sind halt 150.000, 180.000 wären dann 190.000. Überweise ich dir. Warte mal. Hast du eine Fluglizenz eigentlich? Nein. Musst du die auch haben? Ja. Überweisen. Kann man ja trotzdem wahrscheinlich schon einen Heli kaufen. Den können wir dann einpacken, dann hole ich mir eine Fluglizenz. Ich habe nur noch 189.000 nur noch auf dem Konto. Na, warte mal, wie viel muss ich jetzt abheben? 303. Ja, du musst auch 100 noch was, 1000. 7. Ja, das ist ja auf mein Konto. 3, 5, 100 abheben. So, steig du ein, ich lauf hin. Jetzt fahr ich Auto. Ich fahr Auto. Schön wär's. Also, in dem Modded-Server fahre ich einen Ford Corolla. Oh. Fahr mal lieber da weg, ne? So, Hummingbird, ne? Ja, ja, klar. Du besitzt die benötigte Lizenz nicht. Was? Gut. Also muss man doch eine Fluglizenz holen. Ja, und die gibt's beim Rathaus. Oh Gott, ey, Mimmel. Das gibt das doch nicht. Jetzt müssen wir mal gucken, wo das scheiß Rathaus ist. Das heißt, ich zahl gleich, dass es oben in Dings ist. Das heißt, ich zahl das Geld wieder in mein Konto eben ein. Stimmt. Weil, bevor ich hier sterbe oder wir ausgeraubt werden. Sicherheit. Ah, ich habe ja kein Geld. Oder habe ich Geld mit bei mir? Ja, du nicht. Nur ich habe nur $50. Oh, und dann überweis mal. Wie lang teuer glaubst du kostet die Dings-Lizenz? Ja, 10.000 vielleicht. Na gut, dann hole ich mir die auch. Ja. Oder 100.000? Nochmal 100.000, Alter, dann habe ich nur noch 89.000 nur noch. Ja. Aber gut, wenn wir Zucker machen, dann werden wir die reichsten Zuckermenschen, ey. Ja. Können wir auch den Stream so nennen, Zuckerbarone. Genau, die Zuckerbarons. Hierher, ne? Ja. Ja, das ist. Was bevor ich dir jetzt Scheiße sage? Aber ich glaube. Ja doch. Und jetzt einfach der Straße komplett folgen, Alter, das dauert jetzt, ey. Wir fahren durch die dunkle Nachten. Kölner Lieder, so Karnevalslieder.
Aber wir sind echt die verplantesten alten Spieler, glaube ich, oder armer Spieler. Nein, sind wir nicht. Nee? Nee. Also mir fallen noch ein paar andere ein, die aber ihre Videos, wenn sie sowas aufnehmen, schneiden. Und ich schwöre dir, die, um sagen wir eine Folge für die fertig zu machen, zocken die bestimmt eine Stunde daran, weil sie halt noch das noch machen müssen, dann nehmen sie erst wieder auf. Ja. Das machen wir ja nicht. Wir sind eigentlich ziemlich schnell. Guck mal, wir hatten jeder eine halbe Million letztens gehabt schon. Ja, und das war nicht viel, also wir haben nur ein bisschen halt gesammelt. Also das war nicht, wir haben, glaub, ne? Genau, und das, wie viele Tonnen sind wir insgesamt gefahren? Wenn überhaupt 10 Stück. Und hat eine halbe Million. Glaube ich, eine? Ja, eine, genau. Und Kupfer sind wir bestimmt 4-5 Mal. Das ist mal eine halbe Million. Da kannst du ja ausrechnen, wenn wir es im Hubschrauber, geht ja alles viel, viel schneller. Dass wir dementsprechend auch, auch das schneller auch dann schaffen, eine Million zu bekommen. Und dann die zweite Million. Nur ganz ehrlich, große war 35 Millionen. Hör mal, dann mache ich nicht. Nee. Ja, mache ich lieber die Söldnerausbildung oder so. Genau. Neue Militärausbildung für 220 Millionen. Genau. 10 Millionen. 10 Millionen, glaube ich, ja. Und dann will ich gar nicht wissen, wie teuer die Waffen sind überhaupt. Ja, dann kommt's. Entweder die sind arschgünstig. Ja. Oder auch arschteuer. Das stimmt. So, genau, du fährst ja jetzt hier. Da muss ich mal ganz kurz gucken. Also, wir fahren dann nachher. Fliegen wir zu Zucker, dann zum Verarbeiter und dann nochmal ins Dorf rein, um zu verkaufen. Das Problem ist nur im Dorf am Supermarkt verkaufen. Nee, da nicht. Wir fliegen da woanders hin vielleicht. Ja, aber es gibt Supermärkte, aber nur in Dörfern. Wir müssen da irgendwo landen. Ja, aber nicht in Georgetown unbedingt landen. Nee, nicht Georgetown. Sofort bei der Zuckerfabrik, das Dörfchen, was da ist. Ja, da ist auch ein Supermarkt. Ja, da kann man reinfliegen. Und wenn nicht, parken wir ein bisschen. Und hoffentlich kann man das auch dann verkaufen. Ja, ach so, ja, stimmt. Aber gut, das müssen wir erst machen. Wenn nicht, haben wir halt einen Hubschrauber. So, du weißt, wo die Dings ist, Böll? Rathaus. Hm, genau, Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Wenn du richtig reinfährst. Genau, jetzt da raus. Genau. Und jetzt fährst du einfach da ins Dörfchen rein. Und dann... Bin ich schon wieder geblitzt, wenn deshalb fahre ich gerade so. Ja, yeah, ich guck dir eh nicht zu. Ich guck gerade auf Karte. Du fährst einfach durchs Dörfchen durch. So wie wenn du zum Garage fahren würdest. Zum Autogarage, okay. Zum Wegbringen. Aber fährst... Ja, ich sag das gleich. Ach, schon geblitzt. Das gibt's doch nicht. Ich bin 50 gefahren. Ne, ich bin 40. Speed Limit 40. So, fährst du jetzt hier rein. Hier. Ja, ist egal. Ich bin 50 gefahren. 51 und 40 ist hier. Was ist das für eine scheiß Geschwindigkeitsangabe? 40. Keine Ahnung. Oh, die Kirche sieht ja geil aus. Ja. So, und jetzt fährst du da geradeaus. Geradeaus, genau. Erstmal geradeaus. 40, ey. Hat eine behinderte Geschwindigkeitsrechnung. Ich würde hier 50 sagen. Ja. Stadt, innerhalb einer Stadt 50. Jetzt fährst du jetzt gleich die Straße hier rechts rein. Ja, ich blinke schon mal. Ach, die fahren ja auch einfach so wie die besenkten Heuer, ey. Aber Polizisten werden halt nicht geblitzt, glaube ich. Ja, stimmt. So, und jetzt fährst du gleich die Straße hier auch wieder rechts rein. Ich komme mir gerade echt so vor, als würden wir im Urlaub fahren. Du bist der Fahrer, ich bin der Navigator. Was zum Verfahren für uns? Wie wenn nach Oldenburg. Wo fährst du denn lang? Hä? Hier ist das Rathaus. Lizenz Rathaus. Ach so. Ah, okay. Ah, ich habe auch geschlossen, sorry. Wir müssen ja eh gucken, wie viel es kostet. Pilotenschein, 25.000. Okay. Das heißt, jetzt fahren wir... ATM. Wo ist denn der nächste ATM? Der nahestliegende ATM, der liegt am Markt, ja. Hätte jetzt hier auch hinlaufen können, ey. Aber du fährst ja gerne Auto. Und wir haben ja auch das Geld dafür. Aber ich glaube, tanken kostet nicht so viel, ne? Weiß ich nicht, ich glaube nicht.
Ja, jetzt wieder links. Gleich nochmal links und dann geradeaus. Links. 21, 22, 23. Oh, alles klar. Aber gut geschossen. Gut. So, warte mal, wo ist der ATM? Der müsste jetzt hier gleich sein. Der mag gleich da. Ja, da hinten ist er. Ich sehe ihn geradeaus. Mö! Der ist doch geradeaus gewesen! Da ist der ATM. Wo? Links. Da ist auch einer. Ja, wir haben aber, da gibt es mehrere, ne? Ist klar. Dass du immer abschließt, kleiner Pimmel, ey. Ich schließe, das ist Reflexe bei mir. Ja, lass mal deine Reflexe lieber in der Hose. Was sagst du, 25? 20.000, ja. 25.000. Boah, Alter, ey, alles nur Geld kostet, ey. Das ist ja normal. Kommt bestimmt in die Kommentare. Warum macht denn nicht Moriona weiter? Moriona. Hat er auch recht, aber wir wollen halt schneller abbauen. Das heißt, mit dem Hubschrauber halt, ne, reinfliegen, runtergehen, aussteigen, ernten, 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 zack, 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 wieder zurückfliegen zum Verarbeiter, zack, zum Shop und dann verkaufen. Genau. Das ist halt unser Plan. Und eine Möglichkeit, schneller zu entkommen, falls jemand uns überfallen wird. Hummingbird ist zwar sehr empfindlich gegen Schüsse, aber wenn die uns nicht gut treffen, was ich dann hoffe. Aber gut, wenn hier 35.000 so eine Dings kostet, ey, alter Vater. Das können sich ja wenig Leute leisten. Wir sind halt auch ehrliche Staatsbürger, Pilotenschein. Und da, ach, jetzt hast du mich angerammelt, ist jetzt weg. Muss ich wieder aussehen, warte. Scheiße. Ach, so, ich hab's gerade auf Anhieb gehabt, ey. Jetzt wieder zum Flughafen. Oh Gott, ist das... Sind aber auch krasse Wege, ey. 25.000. Oh Gott, im Himmel, ey. Wir haben jetzt eine Folge nur damit verbracht wieder. Nur dumm rumgefahren hier, ey. So, jetzt müssen wir wieder zum Flughafen unten. Ja, irgendwie kriegen wir es nicht einmal wirklich, ne? Spielplan, Errungenschaft freigeschaltet. Ich glaube, weil ich so lange hier schon in dem auf der Karte immer bin, um zu gucken, wo du hinfährst, ey. Oh Gott. Ja, wenn wir jetzt schnell sind, dann lasse ich die Folge noch bis zum Flugplatz noch laufen. Wenn wir jetzt aber länger machen. Ja, ich darf auch nicht schneller als die Polizei erlaubt. Das stimmt. Ich fahre jetzt schon 60 hier durch die City. Ja, aber die Folge halt ein bisschen länger als sonst. Da ist ein Hubschrauber irgendwo. Geradeaus? Nee. Nein. Jetzt links. Genau, links und dann wieder dem Straßenverlauf weiter folgen bis zum Kreisverkehr. Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Beim normalen Reinfahren. 3000 irgendwas habe ich jetzt. Oh, was denn? Wird das eigentlich sofort abgebucht von deinem Konto? Ja. Wir können immer noch sagen, weil es gibt ja keine weiblichen Charaktere hier, dass ich schwanger bin und wir müssen ins Krankenhaus. In Modded-Servern gibt es manchmal welche. Frauen oder Schwangere? Frauen. Nee, aber ohne Spaß, wenn du das theoretisch sagen würdest. Wir müssen ganz schnell zum Arzt. Mein Kollegen geht's nicht blinddarm. Darum bin ich halt schneller gefahren und geblitzt worden. Ich möchte gerne mein Geld wieder zurückhaben. Ob die das glauben? Blinddarm oder sowas halt. Genau, richtig, richtig. Weil wenn der ja ist, dann muss man ja sofort zum Arzt. Genau. Aber ob das dann rein theoretisch, ob die einem das Geld dann wiedergeben würden. Oder ob die sagen würden, nicht. Ja, haben sie halt Pech gehabt. Ja, aber eigentlich, ganz ehrlich... Ich habe manchmal, bei Arma war es zum Beispiel so, bei Altus Live, dass halt die Polizisten auf manchen Servern, nicht auf allen, halt in ihre Vorteile gespielt haben. Und das hasse ich. Weil, ohne Spaß, sie sind zwar Polizisten, sind halt in dem Sinne die Bosse hier, aber das Recht zu geben, dass sie alles machen, also halt, dass die, sagen wir mal, dass man selber als Privatperson gar nichts machen darf, großartig. Das finde ich halt so ein bisschen, wo ich denke, die sollten auch realistisch spielen und sagen, okay, wenn halt einfach mal einer theoretisch wegen Verletzter halt ganz, ganz schnell ins Krankenhaus wollte und dann halt geblitzt worden ist, dass man auch kulant ist und sagt, okay, komm, ist okay, sie haben es nachgewiesen, sie waren ja wirklich im Krankenhaus, so und so und so. Verstehst du?
Das würde ich dann richtig finden eigentlich. Und es wäre eigentlich Roleplay, wenn wir sagen würden, sag ich mal, dein Blinddarm oder sowas halt. Mhm. Wo man ganz schnell ins Krankenhaus muss. Ja. Gut, dann würden die vielleicht irgendwie sagen, ja, warum haben sie denn nicht den Krankenwagen angerufen? Und dann müsstest du natürlich sagen, ist ja keiner da, erreichbar, müsste man dann sagen, wenn wirklich keiner da wäre. Ja. Und beim Blinddarm-Durchbruch, da muss man halt ganz schnell rein. Also wenn man es richtig Roleplay, aber es ist halt die Sache, Polizisten, die wollen zwar immer, dass man halt Roleplay spielt, aber solange sie halt immer in ihrem Recht sind, so. Aber so, das so, ist, ne? Das ist halt viel der Vorteil von so Hardcore-RP-Servern. Mhm. Die können nicht viel machen. Die können zwar, ne, versuchen auf ihr Recht zu machen, aber die können sich nicht irgendwie besprechen oder sowas halt, weil sie einfach die ganze Zeit da sind. Wir besprechen uns so, ne, was sage ich jetzt und sowas halt. Das können wir auf einem Hardcore-RP-Server nicht machen. Ja, genau. So, jetzt musst du gleich wieder rein hier. Auf ein Flugfeld. Weil da ist ein Zaun, ne? Ja. Mhm. Ja, und das finde ich halt, ist mal bei manchen altes Live-Servern früher aufgestoßen, so ein bisschen, wo ich immer dachte, alter Vater, dann hat man nichts gemacht, will einfach nur Hilfe haben von anderen oder irgendwie Gerechtigkeit so ein bisschen und die nur so, dann mach ich mal, ne, weißt du, so und so, wo man dann denkt, ey, alter Vater, ganz, was machst du denn? Geld holen. Wir haben noch Geld abgehoben. Für den Heli. Ach stimmt, ich hab's dir ja schon gegeben. Achso, du lässt mich wieder fahren. Jetzt will ich mal kurz gucken. Aufgeschlossen. To driver seat. Ah, jetzt. Sehr schön. Kannst du das Auto denn eigentlich auch wegtun hier? Einfach so? Weiß es nicht. So, vorsichtig, ne? Ich weiß nicht, wo der Helikopter... So, Hummingbird. Farbe? Was gibt's denn da? Rot? Rana ist ein ganz großes Rot. Waves blau? Nee. Sunset? Speed Wetline? Beans blue? Curious. Mach irgendwas Getarntes so ein bisschen. Weil wenn nicht, müsste ich dann theoretisch... Der ist weiß, der sieht gut aus. Tarn. Wow! Da was hast denn? Sehr nah dran geparkt. Ich dachte, der joint in der Halle ein bisschen. Alter Schwede. So, was sollen wir jetzt machen? Kann man das Auto hier, ist hier irgendwo eine Garage? Nee, ne? Oh, nicht. Du musst gleich zur Garage fahren. Warte mal, wo war denn die Garage? Hier ist auch eine Karre-Garage, okay. Da wo wir hin möchten, in der Zuckerfabrik. Ja, ich muss aber zur Helikoptergarage, oder willst du? Du fährst mit dem Helikopter und ich fahre mit dem Auto hin. Okay. Wozu, welcher? Ja, da zur Zuckerfabrik. Zuckerfabrik, okay. Dann sag mir mal den Weg von oben. Kannst du überhaupt fliegen? Ich war Arma 3 Spieler. Ich habe Sanitäter gemacht, ich habe Polizei gespielt. Ach scheiße, bevor wir jetzt hier weitermachen. Fuck ey. Aufnahme läuft ja noch. Ja gut, dann. Ne, warte, ich parke ich hier kurz. Ich halte hier in der Luft. Okay. Dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und wir machen gleich sofort die nächste Aufnahme noch. Bis zum nächsten Mal mit dem Big Mana. Und dem Ingo Viva. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.